Hinsichtlich der Tagesordnung darf ich Sie auf Folgendes hinweisen. Die Tagesordnung vom 7. Februar 2023 sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu Top 64 bis 69 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 der Geschäftsordnung beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Die Aktuellen Stunden werden am Donnerstag um 9 Uhr abgehalten. Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen betreffend weiter positiver Trend im geförderten Wohnungsbau. Maßnahmen der Landesregierung zeigen nachweislich Wirkung, Drucksache 20.1.10.560. Wird die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall, dann wird dieser dringliche Entschließungsantrag Top 74 und kann, wenn niemand widerspricht, zusammen mit Top 43 dem Setzpunkt der Fraktion der SPD aufgerufen werden. Damit kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung für die 127., 128. und 129. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen. Ich darf fragen, ob es Einwände gibt. Das ist nicht der Fall, dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 20.15 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 1 der Fragestunde. Und es wurde heute Morgen in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführerinnen und der parlamentarischen Geschäftsführer vereinbart, Top 3 morgen nach den beiden Setzpunkten am Vormittag aufzurufen. Ich darf noch auf die Entschuldigungen hinweisen. Ganztägig fehlen heute die Abgeordneten Dirk Gahr von der AfD-Fraktion, Herr Gerhard Schenk von der AfD-Fraktion und Herr Dr. Frank Grobe von der AfD-Fraktion, diese aber erst nach der Regierungserklärung. Ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Herr Frömmrich, bitte. Vielen Dank. Ich möchte den Kollegen Bocklet entschuldigen. Vielen Dank. Und als nächstes darf ich Herrn Bellino das Wort geben. Frau Präsidentin, ich muss Frau Kollegin Müller-Klepper entschuldigen. Sie ist leider nach ihrem kleinen Unfall, in Anführungszeichen, hier im Rahmen der letzten Plenarwoche noch nicht so weit, dass sie der Sitzung folgen kann. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Und Frau Dr. Sommer, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch wir müssen 2 Kollegen entschuldigen, einmal die Lisa Knadel und einmal den Marius Weiß. Herzlichen Dank. Dann darf ich noch darauf hinweisen, dass heute im Anschluss an die Plenarsitzung der Innenausschuss im Raum 501a tagt.